Bethesda Softworks. Games. Bethesda Game Studios. So, und damit herzlich willkommen zu The Elder Scrolls 4 Oblivion. Ich bin überaus gespannt, was da jetzt auf uns zukommt. Also, ja, ich habe einmal kurz angetestet gehabt. Das ist aber auch verdammt laut. Einen Moment, ich muss mal kurz vielleicht das Game ein kleines bisschen leiser machen. So, ich weiß jetzt nicht. Ich hatte das einmal kurz angetestet gehabt, so, aber wir starten definitiv ein neues Spiel. Ich freue mich schon drauf. Nach diesem Teil haben wir dann endlich alle Elder Scrolls Teile zusammengespielt. Also, beziehungsweise ich zumindest habe schon gespielt. Zusammen noch nicht, da kommt ja noch Skyrim und Elder Scrolls Online danach. Aber ich habe dann zumindest alle Elder Scrolls Teile dann gespielt. Und ich bin am überlegen, ob ich dann noch ein zusammenfassendes Video zu mache. Aber ich will hier jetzt mal rein. Ich muss mit meinem Kopfhörer auch mal ein kleines bisschen leiser machen. So, eingestellt habe ich schon alles und wir starten ein neues Spiel. Bis gleich. Ich wurde vor 87 Jahren geboren. 65 Jahre lang habe ich als Kaiser von Tamriel regiert. Doch all diese Jahre war ich nie Herr über meine eigenen Träume. Ich habe die Tore von Oblivion gesehen, hinter die kein lebendes Auge zu blicken vermag. Ich sehe es. In der Dunkelheit wird das Land von einem Unheil überzogen. Dies ist der 27. der letzten Saat im Jahr 433 von Akkadosh. Dies sind die letzten Tage des dritten Zeitalters und die letzten Stunden meines Lebens. So, und da wären wir. Und ich will mal schauen, gibt es hier Controller-Steuerung? Nein, wir haben hier keine Controller-Steuerung. Schade eigentlich. Ich wollte es gerne damit ausprobieren. Und für euch auch als Info, wir spielen hier natürlich jetzt Oblivion in Vanilla. Wir können hier Mann und Frau auf jeden Fall auswählen. Kaiserlichen, Khajiit, Nord. Wir spielen natürlich immer einen Nord. Sie sind Bürger von Skyrim. Ein hochgewachsenes, hellhaariges Volk. Nords sind kräftig, willensstark und zäh. Und sie sind berühmt für ihre Resistenz gegen Kälte. Selbst gegen magischen Frost. Den würde ich nehmen wollen. So, wir können Gesicht ein bisschen anpassen. Form. So, wie sieht denn das aus? Kann ich hier irgendwie... So kann ich ein bisschen anpassen. So, Verhältnis Stirn, Nasenwurzel, Nase. Die Charaktererstellung hier ist ein bisschen... Ich würde vielleicht eher so fein, ne, oder? Gröber. Okay, das ist geil.
bisschen hager, voll. Ja, ich weiß nicht. Schmal, ein breites Gesicht. Habe ich ein breites? Ich würde sagen, ich habe eher ein schmaleres Gesicht. Ich würde dann vielleicht eher sowas in der Richtung machen. Mal gucken. So in der Art vielleicht. Die Nase ist ein bisschen lang, wirkt das für mich. So, gucken wir mal die Brauen. So, Brauenknochen hoch und niedrig. So, ich muss mal gucken, wie sehe ich aus? Ich versuche mal, mich selber nachzustellen. Hier kann man das ja schon ein bisschen... Ja, wir können grimmig gucken, oder? Ein bisschen trauriger. Ich würde vielleicht eher so, Brauenknochen außen, weiter unten. So vielleicht. Mal gucken, wie sehr ich es hinkriege, mich selber herzustellen, nachzumachen. So flach ausgeprägt Wangenknochen. Ich glaube, ich habe eher flache Wangenknochen, ne? So, Wangenknochen schmal, breit. Vielleicht eher so. Wangen konkav und konvex. Keine Ahnung, was das heißen soll. So, Kinn. Vorwärts, rückwärts gerichtet? Was soll das heißen? Ich verstehe ihn. Bin ich hier so? Ich glaube, es ist ein bisschen mehr so bei mir. Vielleicht so in der Art. Stark, schwach ausgeprägt. Warte mal. So fliehend, vorspringend. Ich glaube, er flach gekerbt. Kinn groß, klein. Hoch, niedrig. Ach, es geht sogar noch weiter runter. Okay. Aber ich würde sagen, ich habe eher ein schmales Kinn. So, Augen. Weiter unten, weiter oben. So Augen groß, klein. Ich würde sagen, ich habe eher kleine Augen. Ne? Hä? Hier geht es in Richtung klein. Hier steht groß. So. Eng zusammen, weit auseinander. Ich würde sagen, eher so in der Art. Kriegen wir es hin? Ich glaube, ich kriege es nicht hin, mich selber herzustellen. So, wir sind dann jetzt bei Stirn. Oh, ich habe eigentlich eine riesige Stirn, wenn ich ehrlich bin. So, oder beziehungsweise eine hohe Stirn eher. Gewölbt, fliehend. Ich habe eine hohe Stirn. So, Kiefer. Mal gucken, wie sieht das dann aus? Ja, also Kinn geht ein bisschen vor, aber mein Mund ist ein bisschen weiter vorne sogar. Wenn ich jetzt versuche, so von der Seite mich anzusehen. Mal gucken. Kiefer breit, schmal. Kiefer Halsübergang hoch, niedrig. Konkav und konvex. Ich habe keine Ahnung, was das hier heißen soll. Wäre der Bart nicht wohl? So markantes Gesicht habe ich jetzt eher nicht. Dann würde ich vielleicht mehr in diese Richtung gehen. So, Mund. Jetzt geht's mit dem Mund. Schmallippig gespitzt. Ich bin eher so fröhlich traurig. Machen wir mal so hoch niedrig. Lippen schmal voll. Lippen groß klein. Ich habe eher einen kleinen Mund, aber dafür auch eher voller. Das will nicht.
So. Lippen gekräuselt, zusammengepresst. Nee, ich glaube eher so. Vorspringen, zurückgezogen. Bei mir geht das ja ein bisschen vor. Mund zeigt nach oben, unten. Ja, würde ich eher so. Unter bis über bis. Kinnabstand kurz lang. Ich glaube eher kurz. So, Nase. Was habe ich denn für eine Nase? Eigentlich so eine lange Nase habe ich jetzt eher nicht. So, weiter unten. Auf jeden Fall. Ich versuche das irgendwie zu erkennen. Aber auch eine so eine breite Nase habe ich jetzt auch nicht. Hier ist die Nase fast wie so eine Kartoffel, breiter als der Mund. So, stumpfspitz. Der muss Nasenlöcher. Ich habe kleine Nasenlöcher, meine ich. So. Glaube eher so in der Art. Also mich habe ich, kriege ich wahrscheinlich nicht so richtig hin. So, Nasenwurzel weiter. Ach, das ist die Nasenwurzel. Habe ich eher hier, oder? Ja, würde ich mal behaupten. Flach eingekerbt. Ich habe eine ganz komische Nase hier in dem Game. Von vorne sieht gut aus, aber von der Seite. Nase kurz lang. Nasenspitze zeigt nach unten. Ich bin nicht ganz glücklich mit der Nase. So, Nasenrücken, wo ist Nasenrücken? Nasenbrücke. Hier, das hier gefällt mir nicht, aber okay, egal. So, nach der Nase haben wir alles. Tein, Haut. Yo. Hautschattierung. Alter. Okay, warte mal. Ich bin eher eigentlich so blass in die Richtung. Hautfarbton orange, blau, violett, gelb. Hell und. Ich würde eher so in die. Alter, das Gesicht gefällt mir gar nicht. Von der Helligkeit her. Warte mal. Kriege ich hier alles? So jemand, ne? Na komm, wir versuchen wieder normal zu machen. Vielleicht doch eher so. Irgendwie. Der soll aufhören, so zu leuchten. So, okay, warte mal. Erstmal versuche ich mal einen gesunden Hautton irgendwie hinzukriegen. Eine, der nicht leuchtet. Irgendwo hier vielleicht. Ich glaube, das ist der einzige Haut. Das ist mit dem Gesicht. Das gefällt mir gar nicht hier. So. Bart. Kann die mir nicht einfach einen richtigen Bart geben? Warum muss das hier jetzt.
Hä? So, warte mal. Augen. Kann ich Augenfarbe aussuchen? Ah, das ist in diesen einzelnen Dings. Lippen. Ich habe eher so bisschen rot-rosigere Lippen. Ja, so eine Art Lippen. Um die Nase herum. So, so, nibenische Zöpfe. Warte mal. So sommerlicher klassischer Stil. Hier haben wir auf jeden Fall einen Pferdeschwanz. Hier haben wir sogar noch eine Glatze. Schön. Kriegsverletzung. Ein Zopf fehlt mir hier. Ich will ja auch Haare mit einem Zopf haben. Ich brauche aber erstmal. Kann ich hier ein bisschen rauszoomen? Goldblond. Helles Kupfer. Mahagoni. Ich würde gern Blauschwanz. Was? Blauschwarz, nicht Blauschwanz. Dunkelbraun. Grau. Satinblond. Hellgrau. Grauschwarz. Schwarz. Hellblond. Rosenblond. Hellbraun, dunkelblond, Kastanie. Bin ich Kastanie? Nee, ich bin eigentlich eher Kupfer. Obwohl eher so ein helles Kupfer, glaube ich eher. Bin ich von der Haarfarbe her. So. Verdünnter Pferdeschwanz. Ah, so weit bin ich noch nicht. Aber Pferdeschwanz. Komm, wir bleiben beim Pferdeschwanz. Ah, ich kann hier sogar noch mal selber manuell anpassen. Jo. Okay, krass. Ja, so ein Rot habe ich jetzt auch nicht. So, mal gucken. Vielleicht hier ein bisschen mehr. So. Ich kann hier sogar noch die Länge machen. Ja, ich würde vielleicht eher noch so in die Richtung gehen. Dann habe ich halt keinen langen Pferdeschwanz. So, braun. Ach, Augen. Braun. Blau, grün, braun. Ich habe blaue Augen. Alter. Ich würde mal sagen, so. Ja, das nehmen wir. Und wir sind Max Deus, der Vierte. So, seid ihr sicher, dass ihr Folgendes sein möchtet? Nord, ja. So, entkommen aus dem Gefängnis. Vorwärts bewegt ihr mit W, rückwärts bewegen mit S, nach links bewegt ihr mit A, nach rechts bewegen mit D. Umdrehen mit der Maus, rennen mit linke Umschalttaste, also Shift. So. Okay, habe ich schon mal eingesteckt. Ihr seid wirklich ein harter Brocken. Ein Nord würde ich vermuten, richtig? So stark. Aber ihr könnt keine Eisenstangen verbiegen, oder? Ihr könnt nichts tun, um hier heraus. Und diese großen Muskeln, die werden hier schon bald verschwinden. Wenn das Ende da ist, werdet ihr nicht einmal mehr genug Kraft haben, um nach eurer Mutter zu rufen. So ist es. Ihr werdet hier drinnen sterben. Hört ihr mich, Nord? Ihr werdet hier drinnen sterben. Hey, hört ihr das? Die Wachen kommen, um euch zu holen. Ich fand es interessant, dass der. Das wussten wir nicht, Herr. Der Bote sagte nur, dass sie angegriffen wurden. Nein, sie sind tot. Ich weiß es. Meine Aufgabe ist es jetzt, euch in Sicherheit zu bringen.
Was macht dieser Gefangene hier? Diese Zelle ist eigentlich tabu. Das übliche Durcheinander bei der Wache, ich. Nun denn, öffnet das Tor. Zurück, Gefangener. Wir werden dich töten, wenn du uns im Weg stehst. Ja, bitte nicht töten. Gefangener, ich gehe. Seite. Ich gehe. Ja, ich bleib bin am Fenster. Aus dem Weg und dir passiert nichts. Es scheint uns bleib, niemand zu folgen, wo du bist, Gefangener. Gut, auf geht's. Wir sind noch nicht aus der Sache heraus. Ihr? So. Ich habe euch schon einmal gesehen. Lasst mich euer Gesicht sehen. Ihr seid derjenige aus meinen Träumen. Die Sterne hatten recht. Heute ist der Tag. Götter, verleihen mir Kraft. Was geht hier vor sich? Meine Söhne wurden von Mördern angegriffen. Und ich bin der Nächste. Meine Klingen führen mich auf einem geheimen Fluchtweg aus der Stadt. Zufälligerweise führt dieser Fluchtweg durch eure Zelle. Warum bin ich im Gefängnis? Vor allem, wir kennen uns ja schon. Wir hatten uns ja, sagen wir mal so, die letzten paar Jahrzehnte immer wieder begegnet. Ich bin sogar auch der ewige Champion. Du hast mich zum ewigen Champion erklärt hier. Weißt du noch? Gegen Jagger Farn. So, aber warum bin ich wieder mal im Gefängnis? Vielleicht haben euch die Götter hierher gebracht, damit wir uns treffen. Eure Taten, sie spielen keine Rolle. Denn man wird sich nicht ihretwegen an euch erinnern. Und wer seid ihr, Kaiser Uriel Septim? Ich bin euer Kaiser Uriel Septim. Durch die Gnade der Götter diene ich Tamriel als Herrscher. Mhm. Ihr seid ein Bürger Tamriels. Und auch ihr sollt ihr auf eure eigene Weise dienen. Okay, was sollte ich tun? Ich gehe meinen eigenen Weg. Wie wir alle. Aber wie soll ein Weg geändert werden, dessen Ende die allmächtigen Götter vorbestimmt haben? Bitte, Herr, wir müssen weitergehen. Besser offen lassen. Von der anderen Seite ist ein öffnendes Tor. Sieht aus, als wäre heute euer Glückstag. Ruhig. Ich kommt uns nicht in die Quere. So, okay, Glenroy. Hier kann ich nicht mehr rein. So. Vor allem auch führt mein Elder Scrolls Filmprojekt, habe ich vor, das hier alles nachzubauen. Das soll auch die Zelle werden, in der der ewige Champion hier drinne ist und wo Riazelmane oder Riazelmane hier auftaucht und so und wo er dann flüchten soll, weil wir das ja komplett nachbilden, so auf die neuere Dings, auf alles nachgestellt. Dann soll der Held hier rauskommen. So, dass er dann diesen Weg findet. Ein bisschen auf die heutigen Standards angepasst. Da bin ich aber auch gespannt, so wie ihr Hartgenossenen, Elder Scrolls Fans, darauf reagiert, wie ihr das finden würdet. Da links, beschützt den Kaiser. So. Hey, ich habe keine Waffe. Wie soll ich mich schützen? Ich wärme mich gerade erst auf. Der erste ist schon tot. Soll ich. Seid ihr in Ordnung, Herr? Wir sind in Renault vorerst. Akavirische Katana. Sie ist tot. Tut mir leid, Herr, aber wir müssen weiter. Hauptmann Renault Clio. Nein. Stahlkurzschwert nehme ich mal mit. Fackel nehme ich mal mit. Hat die sonst noch was? So, wie kann ich... Hier. Das ist mein Inventar. Jetzt muss ich erstmal gucken. Nord, Sternzeichen, Gefangener. Ich bin Klasse Gefangene. Okay, das ist schon mal gut. So, Stärke 50, Intelligenz 30, Willenskraft 30, Geschicklichkeit 40, Schnelligkeit 40, Konstitution 50, Charisma, Glück. Okay. So. Hier haben wir auch einiges. Akrobatik funktioniert hier auch wieder, aber wahrscheinlich kein Klettern. Aktion gehören wir noch keine an. So. Novize-Fertigkeiten 21. Okay, sonst alles hier auf 0. Wie haben wir hier alles auf, also Novize-Fertigkeit auf 21 bekommen. So, was ist hier? Hier haben wir, kann ich die Handschellen ausziehen? Ja, aber geben auch gar nichts. So, ich will das hier nehmen. Habe ich sonst noch was? Eine braune Tasse, okay. Was haben wir hier? Zauber. Färberweit. Schild 30% für 60 Sekunden an Selbst. Nordische Frost.
Eisschaden 50 Punkte an Berührung. Feuerball, leichte Wunden heilen. So, Magieschule Zerstörung. Und das ist die Map. So, Kaiserstadt Gefängnis, Marktbezirk. Ich freue mich aber schon gerade richtig, dass wir hier in Cerodiel unterwegs sind. Ich hatte das tatsächlich vor einigen Jahren, ist locker schon 10 Jahre her auch, einmal angespielt gehabt, so auf der Xbox 360. Und nie gepeilt, worum es ging. Und eigentlich im Grunde nie was gemacht, sagen wir mal so. So. Ah, lass ich mal. Ich weiß nicht, aber zum Umkehren ist es jetzt zu spät. Lebensenergiegebiet hier erstellen. Nehmen wir mal mit. Seid unbesorgt. Der hat nichts. Sie wären nicht die Ersten, die die Klingen unterschätzen. Ich passe auf. Bewegung. Ihr bleibt, wo ihr seid, Gefangener. Versucht nicht, uns zu folgen. Aber Baurus! So, Ed kommt aus dem Gefängnis. Drückt die Taste F, um eure Waffen oder Fäuste breit zu machen. Natürlich. So, was haben die im Inventar? Rattenfleisch. Würde ich mal nicht mitnehmen. Da hinten haben wir wieder eine Ratte. Entkommt aus dem Gefängnis. Drückt Tab, um das Journal zu öffnen. Hier könnt ihr die Attribute eures Charakters einsehen, euch mit Rüstung und Waffen ausrüsten und Zaubersprüche wählen. So, hier haben wir Gold. Na, ich lasse das mal. Ich bleib bei dem Katana erstmal. Ich mag hier, wie man angreifen kann. So, haben wir hier noch eine Keule. Dietriche. Und ein paar Fackeln. Nehmen wir mal alle. Dietriche ist schon mal gut. Ich will hier aber mal was Neues sogar ausprobieren in dem Game. So etwas, was wir bisher noch nicht gemacht hatten. Wir waren bisher immer Krieger. Aber hier soll ja kämpfen und bevor ihr den Bogen verwenden könnt, braucht ihr Pfeile. Seht nach, was ihr am Skelett findet. Eisenpfeile nehmen wir mal mit. Eiserner Dolch. Ledersachen. Dietriche und noch eine Fackel. Das ist schon mal gut. Um mit dem Bogen zu schießen, müsst ihr mit dem Bogen und Pfeilen ausgerüstet sein. Geht zu eurem Inventar und rüstet euch mit beidem aus. So, wenn ihr einen Dietrich besitzt, könnt ihr damit versuchen, die meisten Schlösser aufzubekommen. Bewegt den Dietrich aufwärts gegen einen Bolzen. Wenn der Bolzen das obere Ende des Schlosses erreicht, klickt die linke Maustaste, um ihn dort zu fixieren. Wenn alle Bolzen oben sind, öffnet sich das Schloss. Okay. Gold und Saphir. So, jetzt wollte ich aber mal Inventar. So, hier haben wir alles. Nehmen wir den und das hier. Ah, sieht schon mal gut aus. Das sind wir. So, kann ich das irgendwie ausrüsten? Nein, das wollte ich jetzt nicht. So, jetzt seid ihr bereit, das Bogenschießen zu üben. Der Eimer neben dem Brunnen gibt ein gutes Ziel ab. Haltet den rechten Schalter, um den Bogen zu spannen und zu ziehen. Lasst den rechten Schalter los, wenn ihr schießen wollt. Rechten Schalter? Rechte Maustaste meinte er wahrscheinlich. Volltreffer. Guter Schuss. Ihr könnt Pfeile aus der Umgebung aufheben und auch manche eurer Pfeile wieder einsammeln, die in toten Gegnern stecken. Nice. So, ich würde aber gerne erst einmal wieder hier. Renaults Schwert benutzen. War da nicht noch ein Schild? Hatten wir nicht... Hier. Nice, so ist besser. Da steckt er auch wieder. So, ich werde aber mal gucken, dass ich vielleicht mein Dings, meine Cam, umstelle. Diese Tür ist verschlossen. Vielleicht können sie den Schlüssel in der Nähe finden. Oh, ich finde es schön, hier gesiezt zu werden. Oder so. Ihr findet Wiederherstellungszauber.
Jetzt übt das Wirken von Zaubern. Drückt der rechten R, um einen ausgewählten Zauber zu wirken. Wollt ihr den Zauber wechseln, drückt Tab, um das Journal wieder zu öffnen. Ach. Nice. Okay. Ich würde hier auf jeden Fall gerne mal gucken, dass ich ein Dings. Eisenbogen. Eisenbrustharnisch. Eisenbeinschienen. Noch mehr Dietrich, noch mehr Fackeln. So, wir sind bald überfüllt. Klickt auf das Zaubersymbol unten im Journal, um die Registerkarte Magie zu öffnen. Okay, machen wir mal. Das sind wir schon. Nordischer Frost. Färberwind, leichte Wunden heilen. Frost widerstehen. Aber ich würde dann vielleicht... Ja, bleiben wir so. Hier würde ich auf jeden Fall gucken, dass wir Kampfmagier mal machen. Also, dass wir auch ein bisschen Zauber mitwirken. So, da kommen wieder Ratten. Ah! Genau, hier war ja was. So, was hat der? Totes Fleisch, Knochen, Schädel. Schädel sammeln wir. Ich weiß jetzt nicht, kann man hier auch ein Haus besitzen? So, da vorne haben wir eine Ratte. Das ging daneben. Kommt da noch eine? Da. Eure Magie ist niedrig. Und eventuell gelingen euch keine Zaubersprüche mehr. Die Magie erneuert sich langsam von selbst. Ihr könnt aber auch nachhelfen, indem ihr Tränke schluckt oder schlaft. Der blaue Balken unten links zeigt eure aktuelle Magie an. Okay, der ging daneben. Ich bin aber auch sehr langsam unterwegs. Davon haben wir die nächste. Eure Zerstörungsfertigkeit hat sich verbessert. Der ging daneben. So, Truhe, was haben wir hier? Schwerer Trank der Hexerei. Und schwerer Trank der Erholung. Und nochmal Dietriche, perfekt. Apropos, kann ich hier... So, Magie ist erstmal wieder voll. Ah, okay, so kann ich auch rennen. So, ich sehe da wieder... Ein Gegner. Und wieder ein paar Sachen zum Einsammeln. Gibt es hier noch was irgendwie? Nö. So, Schädel nehmen wir mit. Die gehören auf in unsere Sammlung. Und ein Eisenhelm. Perfekt. Eine Tomate. Eisenschild sogar. So, Schädel. So, eiserner Kriegshammer. So, hier haben wir noch eine Truhe. Gold, das lassen wir mal. Ist nicht so viel wert. Aber hier, Eisenhelm. Und Eisenschild. Wir sind schon mittlerweile gut gerüstet für den Anfang. Finde ich. Hier noch eine Ratte irgendwo? Was war das? Ach, die Wurzeln wahrscheinlich. Oh, das sind Münzen. Ein bisschen Taschengeld verdienen hier. So, hier müsste gleich noch eine Ratte sein, glaube ich. Hier muss ich durch, okay.
feiere gerade. Hier liegt auch noch einiges drum. Den Schädel will ich mitnehmen. Den Löffel brauchen wir nicht. Mit dem Schädel mitnehmen. Dann halt nicht. Den darf ich mitnehmen. Okay. So. Schwerer Trank der Hexerei und Trank der, des Lebens wiederherstellen. So, was haben wir denn da? Ihr könnt den Gegenständen und Zaubersprüchen aus eurem Journal Schnelltasten zuweisen, indem ihr eine Zahlentaste gedrückt haltet und dann auf das Objekt klickt, das ihr dieser Tasche zuweisen wollt. Wenn ihr im Spielverlauf auf diese Zahl drückt, rüstet ihr euch direkt mit diesem Objekt aus. Warte mal, das muss ich ausprobieren. So, wenn ich jetzt... Das ist dann... Wie? Wie macht man das? Ich hab's nicht gerafft. Muss ich gleich vielleicht nochmal gucken. Also hier wohnt ihn, ja? Waren hier nicht Goblins? Hoppala. Seit dem Tag ist ein Jack erfahren. Ja, hier wird das auch noch relevant. Was damals mit Jack erfahren war. Der Goblin davon hat euch noch nicht erspäht. Vielleicht könnt ihr an ihm vorbeischleichen und den Schleichmodus einzuschalten, drückt linke Steuerung. Ihr seht, dass das Fadenkreuz zu einem Auge wird, wenn ihr schleicht. Wenn das Auge dunkel erscheint, kann euch niemand sehen. Je heller es wird, desto näher seid ihr daran, entdeckt zu werden. So, ich hätte gern trotzdem irgendwie, ich hätte... Nein, Ah, ich brauche Steuerung nicht mal gedrückt halten. Das ist schon mal gut. Schleichenfertigkeit verbessert. Schleichenfertigkeit verbessert. Perfekt. Nochmal verbessert. Eure Ausdauer ist niedrig und ihr könnt im Handgemenge nicht mehr so viel Schaden anrichten. Die Ausdauer kehrt langsam von selbst zurück, besonders dann, wenn ihr geht, anstatt zu rennen. Der grüne Balken unten links zeigt eure aktuelle Ausdauer an. Jo, jetzt... Danke. So, was haben wir hier? Waldlichtstängelhütte. Gift der Krankheit. Hier hat er auch nochmal eine Kur. So, noch mehr Dietriche, Gold. Ich glaube, mehr Fackeln brauchen wir nicht. Wir haben mehr als genug fürs Erste. Okay, der hat uns gesehen. So, Bärenpelz. Ist 30 wert. Mal gucken, wo wir das verkaufen können. Ich finde schön, dass er aber durch die Falle gelaufen ist. Schwingender Streitkolben. Vor allem hier gehen auch noch Waffen und so weiter kaputt. Noch eine Truhe. So, Eisenpfeil. Nehmen wir alle mit. Ach komm, wir gehen auf alles nehmen. Das hier kenne ich noch. Stimmt. Das fand ich super. So. Alles nehmen.
hier auch alles nehmen. Nein, warte, jetzt habe ich irgendwas Falsches mitgenommen. So, das und die. Und das kann wieder weg. Die nehme ich dafür aber mit. Okay, ach hier. Hey. Wer hat da hergerufen? Das nehmen wir mit. Okay. So. Gold, Rattenfleisch brauchen wir nicht. Vielleicht muss ich eben kurz nochmal einen halb den hier nehmen. So, Zerstörung. Den haben wir auch erledigt. Der hat nur Rattenfleisch. Aber hat er nicht in da. Da haben wir einen Schaman. Und nochmal zwei Ratten. Ich würde aber hier nicht so viel verbrauchen wollen. Okay, rostige Eisenkurzschwert, kleiner Seelenstein, unreiner Rubin, den nehmen wir mit. So, Gold, Goldnugget, Reparaturhammer, unreiner Saphir, unreiner Topaz. So, ihr habt einen Reparaturhammer gefunden. Rüstet euch damit aus, um mit Hilfe eurer Waffenschmiedfertigkeit eure Waffen und Rüstung zu reparieren. Beschädigte Waffen und Rüstung sind weniger wirksam. Es ist also angeraten, sie stets in gutem Zustand zu halten. Okay, nice. So, wo haben wir die? Reparaturhammer. Ihr braucht mehr Hammer. Okay, mal gucken, ob wir sowas noch finden irgendwo. Hier kann man wieder mit Leertaste springen. Nice. So, was ist das denn? Athletik. Goblin Schaman Stab. 188 Wert. So, eisernes Langschwert. Dietrich Reparaturhammer. Ne, warte. Wir müssen so machen, ne? So. Dann das hier nochmal reparieren. Ein Dunkelbier wollen wir nicht. Hier ist nur Rattenfleisch. Haben die hier nicht noch mehr Hämmer oder so? Warte mal, Silbervase ist nur 3 wert. Okay. Schade, dass ich nicht mehr Hämmer habe. Ist das der Ausgang? Sieht danach aus. Eisenpfeile. Und Dietriche. So, Tür zu unter der Kaiserstadt. Zerstörungsmagie, kein Zauber. Okay. Aber wir machen hier definitiv einen Kampfmagier. Wir sollten eine Stelle finden, die wir leicht verteidigen können. Kaiser schützen, bis Hilfe kommt. Hilfe? Wie kommt ihr darauf, dass Hilfe eintrifft, bevor noch mehr von diesen Kerlen kommen? Wir müssen den Kaiser von hier fortbringen. So, okay, die kämpfen da wieder. Ah, da. Das müssten alle gewesen sein. Ich werde mich einmal umsehen. Habt ihr den Gefangenen gesehen? Der fragt die ganze Zeit nach mir, okay. Ja, wir müssen jetzt weitergehen. Noch nicht. Lasst mich noch ein wenig länger rasten. Wartet er auf mich? Hat er irgendwie da einen Plan oder so?
Schon wieder dieser Gefangene. Tötet ihn. Er arbeitet vielleicht mit den Assassinen zusammen. Nein, bitte nicht. Ne, Glenroy, bitte. Wie ihr wünscht, Herr. Ja, ich würde gern erstmal looten, ja? Der hat nichts. Baurus? Sie können nicht verstehen, weshalb ich euch vertraue. Sie haben nicht gesehen, was ich sah. Wie soll ich das erklären? Ich weiß auch nicht. Kennt ihr die Neuen? Wie sie unsere Schicksale mit unsichtbarer Hand leiten? Die Neuen führen und beschützen uns. Ich bin auf die Götter nicht gut zu. Wahrscheinlich gut zu sprechen, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ich denke nicht darüber. Ich glaube, wir sind nicht gut auf die Götter zu sprechen, wenn wir mal so genau überlegen. Wir haben Alma Alexia getötet. Wir hatten die Wahl gehabt, Vivek zu töten. Haben wir nicht gemacht. Wollte ich eigentlich machen. Warum habe ich das nicht gemacht? Okay, den Spielstand habe ich doch. Können wir noch nachholen oder so. Wir haben Hesine besiegt. Wir haben, in Daggerfall hatten wir auch noch einen selbsterstellten Gott hier mit dem rumhantiert, sagen wir mal so. Morrowind hatten wir ja auch noch Dark of Ur besiegt, auch eigentlich einen selbstgemachten Gott. So, ich glaube, ich bin nicht gut auf die Götter zu sprechen. So, was habe ich vergessen? So, stimmt, wir haben Clavicus Vile in Redguard haben wir noch über den Tisch gezogen. So, also ich bin auf die Götter nicht gut zu sprechen. Ich habe den Neuen mein ganzes Leben lang gedient und ich finde meinen Weg durch die Zyklen des Himmels. Der Himmel ist mit zahllosen Funken markiert. Jeder von ihnen ein Feuer, jeder von ihnen ein Zeichen. Ich kenne diese Sterne gut und ich frage mich, unter welchem Zeichen stand eure Geburt? Hier geht das jetzt schon los. Der Lehrling. Die Fürstin. So, der Lehrling. Die Lehrlingseigenschaft bietet einen permanenten Bonus, der eure Magieattribut verdreifacht. Euch aber auch eine permanente Steigerung eurer Anfälligkeit für Magie um 100 Punkte einbringt. So, die Fürstin. Die Eigenschaften Segen der Fürsten und Anmut der Fürsten übertragen permanente Boni von 20 Punkten euren Attributen Willenskraft und Konstitution. So, der Magier. Die Magier-Eigenschaft gewährt euch einen permanenten Bonus, der euer Magieattribut verdoppelt. Der Dieb. Die Dieb-Eigenschaft verleiht eurem Geschicklichkeitsattribut einen permanenten Bonus von 20. Der Atronach. Mit der Atronach-Eigenschaft stellt ihr eure Magie nicht im Schlaf wieder her, sondern ihr erlangt einen permanenten Bonus, der euer Magieattribut verdoppelt, sowie einen konstanten Zauberabsorptionseffekt sowie der Aufladung eurer Magie. Der Fürst. Das Sternzeichen des Fürsten gibt euch den Zauber Blut des Nordens zur Wiederherstellung von 60 Punkten Lebensenergie. Zugleich erhaltet ihr aber den Trollkin-Fluch, eine permanente 100 Punkte Anfälligkeit für Feuer. Der Liebhaber. Mit der speziellen Eigenschaft Kuss der Liebenden könnt ihr einmal täglich für den Preis von 200 Punkten Ausdauer einen Gegner 60 Sekunden lang lähmen. Die Mondkalb-Eigenschaft überträgt einen permanenten Bonus von 20 Punkten eurem Attribute Charisma und Glück. Das Ritual. Unter dem Zeichen des Ritualgeborenen könnt die spezielle Eigenschaft Maras Gift einmal täglich als mächtigen Zauber zur Wiederherstellung der Lebensenergie einsetzen. Die Zauber gesegnete Berührung und gesegnetes Wort sind mächtige Zauber der Berührung bzw. Fernzauber für Vertreibung von Untoten. Die Schlange. Der Schlangenzauber verursacht bei Berührung 30 Sekunden lang Giftschaden, der Größe 3, während er euch heilt und Magie gegen euch bannt, wobei ihr 100 Punkte Ausdauer verliert. Der Schatten. Mit der speziellen Eigenschaft Mondschatten könnt ihr einmal täglich 60 Sekunden lang unsichtbar werden. Das Schlachtross. Die Schlachtross-Eigenschaft verleiht eurem Schnelligkeitsattribut einen permanenten Bonus von 20. Der Turm. Mit der speziellen Eigenschaft Turmschlüssel könnt ihr einmal täglich eine Tür oder einen Behälter der Schlossstufe Durchschnitt oder darunter öffnen. Die Bettlernase erlaubt euch, Lebewesen von Ferne aufzuspüren. Der Krieger. Die Krieger-Eigenschaft verleiht eurem Stärkeattribut einen permanenten Bonus von 20. Ich glaube... Die Fürsten war eigentlich am besten, ne, oder? Segen der Fürsten, Anmut und Anmut der Fürsten übertragen permanente Boni von 20 Punkte eurem Attributen Willenskraft und Konstitution. Wenn wir Kampfmagier machen, ist die Fürsten das, was wir nehmen wollen würden.
Seid ihr sicher, dass ihr unter folgendem Zeichen geboren werden möchtet? Die Fürstin. Die Zeichen, die ich gelesen habe, deuten vom Ende meines Weges. Der Tod, ein notwendiges Ende, wird mich zu gegebener Zeit ereilen. Und was ist mit mir? Eure Sterne sind nicht die meinen. Heute soll euch die Fürstin auf eurer Quest um Ruhm stärken. Könnt ihr mein Schicksal erkennen? Meine Träume gewähren mir keinen Ausblick auf Erfolg oder Misserfolg. Ihre Sphäre dringt nicht durch die Türen des Todes. Aber in eurem Gesicht erkenne ich den Gefährten der Sonne. Die Dämmerung von Akatosh strahlendem Ruhm könnte die herannahende Finsternis vertreiben. Mit solcher Hoffnung und dem Versprechen eurer Hilfe muss ich mein Herz zufrieden geben. Habt ihr keine Angst zu sterben? Mir eilen keine Trophäen meiner Triumphe voraus, aber ich habe gut gelebt und mein Geist sollte schnell zur Ruhe kommen. Menschen sind nur Fleisch und Blut. Sie kennen ihr Schicksal, aber nicht seine Stunde. In dieser Hinsicht bin ich gesegnet, die Stunde meines Todes sehen zu können. Mein mir vorbestimmtes Schicksal und dann zu fallen. Wohin gehen wir? Ich gehe in mein Grab. Eine Stimme, schriller als jede Musik, ruft mich. Ihr könnt mir eine Weile lang folgen, doch dann müssen wir uns verabschieden. Ihr könnt euch eigentlich auch nützlich machen. Hier, nehmt diese Fackel und bleibt in der Nähe. Die Klingen? Wir sind die Leibwachen des Kaisers. Wir haben die Aufgabe, ihn aus solchen Situationen herauszuholen. Obwohl ich zugeben muss, dass die Dinge nicht ganz nach Plan laufen. Ich habe den Auftrag, den Kaiser hier lebend herauszubringen. Und das habe ich auch vor. Okay, Bleibt in unserer Nähe und lasst uns unsere Arbeit machen. Dann wird euch nichts geschehen. Ja, okay, Baurus? Assassine? Trank des Feuerschildes? Nee. So, okay, Der Kaiser ist in Gefahr. Klingen und den Kaiser. Ja, ihr seid im Weg. Wie soll ich helfen, wenn ihr im Weg seid? Der hat nichts. Mythische Morgenröte. Wohin geht ihr? Und hier kamen wir doch, hä? Der Kaiser ist in Gefahr. So, ich will mitkämpfen, aus dem Weg. Gefangener, hilf dem Kaiser! Daros beschützt uns. Fahr zur Hölle! Ich kann nicht erkennen. Ich kann nicht erkennen, gegen wen ich hier kämpfen muss. Wenn die alle hier. Oh. Das nehmen wir mit. Nein! Warte. Dann, wie viel habe ich genau? Machen wir so. Ich war überladen. Und hier kann man sich nicht bewegen. Fängt schon gut an. Solange ihr und eure Nacht. Einen Moment. Das gefällt mir nicht. Das will ich mir ansehen. Apropos, so, ich habe hier zwei solche Dinger. Was kann ich wegschmeißen? So, von den Sachen wahrscheinlich eher nichts. Hier zwei Lederschilder haben wir. Wie werfe ich die weg?
schon fast bei den Abwasserkanälen. Weg ist es. Und das hier auch nochmal. Noch kein Plan, wie ich das richtig wegschmeiße, aber aus dem Inventar. Verdammt! Das Tor ist von der anderen Seite versperrt! Eine Falle! Was ist mit dem Seitengang dort hinten? Einen Versuch ist es wert. Auf geht's! Den hier? Sie sind hinter uns. Wartet hier, Herr. Ihr bleibt hier beim Kaiser. Schützt ihn mit eurem Leben. Dacht, erledigen wir sie. Hi. Ich soll beim Kaiser bleiben. Ich kann nicht weitersprechen. Ihr müsst dem Prinz der Zerstörung und seinen sterblichen Dienern allein entgegentreten. Das Amulett der Könige darf ihm nicht in die Hände fallen. Nehmt das Amulett, bringt es zu Joffrey. Er allein weiß, wo mein letzter Sohn zu finden ist. Findet ihn und schließt den Schlund Oblivions. Okay, ich steck hier fest. Ihr habt. Tank der Infravision, lassen wir mal. Baulus? Wir haben versagt. Ich habe versagt. Die Klingen haben geschworen, den Kaiser zu schützen. Und jetzt sind er und all seine Erben tot. Das Amulett, wo ist das Amulett der Könige? Bei der Leiche des Kaisers war es nicht. Der Kaiser hat es mir gegeben. Merkwürdig, er hat etwas in euch gesehen, hat euch vertraut. Es heißt, es ist das Drachenblut, das in den Adern der Septime fließt. Sie sehen mehr als gewöhnliche Sterbliche. Das Amulett der Könige ist ein heiliges Zeichen des Kaiserreichs. Die meisten denken an die Krone des Roten Drachen, aber das ist nichts als Geschmeide. Das Amulett hat Macht. Es heißt, nur ein wahrer Thronerbe des reinen Bluts kann es tragen. Er muss es euch aus einem ganz bestimmten Grund gegeben haben. Sagte er warum? Ich muss es zu Joffrey bringen. Ich frag mich aber auch, warum du mir das einfach so direkt glaubst, dass er es mir gegeben hat. Ich hätte an deiner Stelle gedacht gehabt, so dass ich mir das ausgedacht hätte. Und das einfach behaupten würde, egal ob er mir das glaubt, dass ich das sein Vertrauen in mich ausnutzen würde. Joffrey? Das hat er gesagt? Warum? So, es gibt noch einen Thronerben. Nie gehört, aber Joffrey müsste das wissen. Er ist der Großmeister meines Ordens. Auch wenn ihr das nicht unbedingt denken würdet, wenn ihr ihn seht. Er lebt friedlich als Mönch in der Venon-Priorei, in der Nähe von Koroll. Okay, wie komme ich dorthin? Als erstes müsst ihr hier herauskommen. Diese Tür muss zu den Abwasserkanälen führen, am versperrten Tor vorbei. Dort gehen wir hin. Einfach Bauchredner geworden. Das ist ein Geheimweg aus der Kaiserstadt heraus. Oder war zumindest einmal geheim. Hier, ihr braucht diesen Schlüssel für die letzte Tür zu den Abwasserkanälen. Okay, die Abwasserkanäle? Dort gibt es Ratten und Goblins, aber nach dem zu urteilen, was ich von euch gesehen habe, seid ihr ein erfahrener Barde. Habe ich recht? Ein Barde? Jetzt müsst ihr eure Klasse wählen. Die wichtigsten Fertigkeiten eurer Klasse haben höhere Anfangswerte als die eurer übrigen Fertigkeiten. Eure Stufe steigt, wenn ihr diese Hauptfertigkeiten verbessert. Ich bin Barde, was ist das? Diebeskünste, Persönlichkeit, Intelligenz, Schwertkampf, Blocken, Illusion, Alchemie, Leichtzerrüstung, Handelsgeschick, Wortgewandtheit. Oder warte, was? Hier Kampfmagier wäre das eigentlich. Stärke, Intelligenz, Zerstörung, Veränderung, stumpfe Waffen, Beschwörung, Schwertkampf, Mystik, Alchemie. Der Kreuzritter? Wiederherstellung, Athletik, Schwertkampf, Zerstörung, stumpfe Waffen, Nahkampf. Krieger werden nicht, Kundschafter. Magier? Ne Mönch? Mönch, was ist das? Geschickt, ne. Pilger? Ritter? Stärke, Persönlichkeit? Schattenklinge? Willenskraft, Schnelligkeit? Schurke, Schnelligkeit, Persönlichkeit, nee. Schwertmagier? Willenskraft, Konstitution, Zerstörung, Veränderung, Schwertkampf, Blocken, Wiederherstellung, schwere Rüstung, Illusion. Was macht der Barde? Schwertkampf, Blocken, Illusion, Alchemie, leichte Rüstung. Nee, Barde wäre ich eher nicht. So, Akrobat.
Auch nicht. Hexenjäger, intelligent, nee. Kampfmagier, Stärke, intelligent. Zerstörung, Veränderung, stumpfe Waffen. Beschwörung, Schwertkampf, Mystik, Alchemie. Ich hätte da, oder? Wo war das Schwertmagier? Zerstörung, Veränderung, Schwertkampf, Blocken, Wiederherstellung, Schwerrüstung, Illusion. Ich würde eher sagen Schwertmagier. Wir machen Schwertmagier. So, seid ihr sicher, dass ihr Folgendes sein möchtet? Schwertmagier? Ja. Wirklich? Das hätte ich nie erraten. Ich glaube trotzdem, dass ihr mit Ratten und Goblins leicht fertig werdet. Durch die Abwasserkanäle und dann? Ihr müsst Joffrey das Amulett überbringen. Macht euch sofort auf den Weg zur Vaynon-Priorei. Aber seid vorsichtig, alles klar? Alles klar, ja. Gut, der Kaiser tat gut daran, euch zu vertrauen. Was ist mit euch? Was werdet ihr tun? Ich bleibe. So bewache ich den Kaiser und stelle sicher, dass euch niemand folgt. Macht euch lieber auf den Weg. Möge euch Talos leiten. Übrigens vielen Dank für die Bergung von Captain Renaults Schwert. Ich werde dafür sorgen, dass es einen Ehrenplatz in den Hallen der Klingen bekommt. Was? I have discovered a notice from Snack Grabura of the Chestnut Handy Stables. She is offering to outfit a horse with armor at no charge to anyone who presents her with a note like the one that I found. I should bring my horse to her and take advantage of this offer. Quest angefügt. Pferderüstung. Dunbarrow Cove. Centuries ago, a great battle took place in Anvil Bay. In the battle, the legendary pirate Taradan Ab Dugal, the captain of the infamous Black Flag, was defeated by the first Count of Anvil. Rumors have been circulating of a hidden underground cavern beneath Castle Anvil. If the rumors are to be believed, then the final resting place of Captain Dugal and his ship have been uncovered. I should investigate these rumors as soon as possible. Den Kaiser in Frieden. Krieg noch eine Quest. Jetzt habe ich keine Dinge. Toll, der hat mir mein Schwert weggenommen. Nein. So. Oh, Langschwert. Wir bleiben beim Langschwert. So, der hat nichts. Ich hätte gern den Kaiser noch gelootet. So, warte mal. Wo ist Glenroy? Das Tor ist von der anderen Seite versperrt. Akrobatik erhöht. Nice. Hier komme ich nicht mehr durch. Oh. Ruhe und Frieden, Glenroy. Bist du jetzt die letzte Klinge? Ach, hier. Achso, hier geht's nicht weiter. So, jetzt ist offen. So, Tür geöffnet mit Baudos Schlüssel. So, die Beschwörungsmagie kennt einen Zauber. Unearthing Maroon's Razor. I've heard talk of a lost Aelaide city called Versabali, where Maroon's Razor is hidden. If I search the ruins of Thundercliff Watch in the Eastern Niben, I may be able to find the lost city and recover this powerful Daedric artifact. Schön, dass das auch alles hier auf Deutsch ist. Frostcrack Spire. According to a deed that's been delivered to me, I've inherited a property called Frostcrack Spire from a long-lost relative. I've marked its location on my map. At the next opportunity, I should make my way out there and inspect my new acquisition. Super. Es geht doch weiter hier. Quest angefügt. Battlehorn Castle. I've heard a rumor that the defenders of Battlehorn Castle are besieged by marauders and are appealing for aid. Apparently, their commander has been killed, and they're offering the castle itself to anyone who will help lift the siege. Sorry für mein schlechtes Englisch, aber... So, according to a mysterious message that's been delivered to me,
I've inherited an underground lair called Deepscored Hollow from a long-lost relative. It's situated at the southernmost point of Cyrodiil, south of Leovine. I've marked its location on my map. At the next opportunity, I should make my way out there and inspect my new acquisition. So, krieg ich noch eine Quest? Wir haben so wenige bekommen. Das ist der falsche Zauber. Leichte Wunden heilen? Nee. Den hier bitte aktivieren, ja? Ja, super. Nehmen wir mit. Hat er sonst noch was? Rattenfleisch. Nein, spring hoch. So, den haben wir erledigt. So, Knoblauch, Dietrich, Silbernugget. Athletikfertigkeit erhöht. Dieses Tor ist versiegelt. So, dann hier. Achso. Die Ratte war direkt vor mir. Hier entlang. Ich glaube, von da unten kam ich sogar. Nee, die Knochen lassen wir. Hier ist versiegelt. Ist das schon der Ausgang? Tor zur Stadtinsel. Bevor ihr die Abwasserkanäle verlasst, könnt ihr euren Charakter überprüfen. Rasse auswählen, Sternzeichen auswählen, Klasse auswählen. Zum Ausgang der Abwasserkanäle. Ein Experte im Schleichen kann lautlos rennen oder gehen. Quest angefügt. Repairing the Orrery. I've discovered a note from Bothiel at the Arcane University. If I can recover the dwarven artifacts that have gone missing, there may be a reward. I should travel to Camp Els and see if I can track down these bandits. So, ah, okay. Entkommt aus dem Gefängnis. Jetzt könnt ihr eure Weltkarte benutzen, um direkt nach Troll zu reisen. Oder ihr schlagt irgendeine Richtung ein und erforscht die Welt auf eigene Faust. Viel Glück. Dritte Ära, 433 war das. Warte mal. Wer hat's auf mich abgesehen? Die Krabbe da hinten, ernsthaft? Die hat schon auf mich abgesehen. Flammkrabbe. So. Aber hier sind wir. Wir sind draußen. Wir sind frei. So. Die Bewegungsanimation ist noch nicht so geil wie in Skyrim, finde ich. Aber das ist schon mit. Alter, wie geil die Musik jetzt. So, wo ist das Ding? Boah, das muss ich lauter machen. Die Musik so nice. Ich glaube, ich mache das doch ein bisschen lauter für euch. Die Musik ist ja richtig nice. So. Jetzt finde ich nur schade, dass wir das Schwert der Klingen nicht mehr haben dürfen.
dass er es einfach selbstgefällig mir wieder weggenommen hat. Obwohl es mir auch nicht gehört hat. So, aber ich finde das gerade richtig nice. Endlich in Cyrodiil. Kaiserstadt Gefängnis. Ah ja, stimmt, da unten war so ein kleiner Pier oder sowas. Die wollten ja fliehen durchs Gefängnis. Warte mal, da ist der Thronsaal. Da, links. Der ist von da hierhin ins Gefängnis, um da unten wieder rauszukommen. Zu fliehen. Hä? Muss ich ein bisschen hinterfragen, aber okay. Gehe jetzt noch mal eben hier rein. Holztür zu Imperial City Market District. Manche sagen, dass gewisse Mitglieder der Liebesgilde geraubt. Okay, continue. Steckbrief. Wanted. Gesucht, Graufuchs. Gesucht wegen Diebstahls, Unterschlagung, Fälschung, Taschendiebstahls, Falschmünzerei, Einbruchs, Verabredung zum Diebstahl, Raubes, Steuerhinterziehung, Verleumdung, Betrugs, Verrats und übergroßer Frechheit. Beschreibung. Trägt einen grauen Umhang, der seine Erscheinung verbirgt. Wahrscheinlich männlich und aus Kolovia. Größe zwischen 1,50 und 1,80 Meter. Gewicht normal, Haar- und Augenfarbe unbekannt. Alle Bürger mit Informationen sollten sich an Wachhauptmann Hieronymus Lex wenden. Der Graufuchs, hier kommt er also vor. Hier war der. Man sagt, Syndikate von Zauberern hätten einen Boykott von kaiserlichen Waren ins Land der Altmeer angeführt. Tach. Die Altmeer haben mächtige Zauberer. Das könnte eine gefährliche Situation ergeben. Lebt wohl. Wiedersehen. Hallo! Rosan ist ein begabter Schmied. Einer der besten der Gegend, wenn ihr mich fragt. Ich habe gehört, dass er andere seine Fertigkeiten lehrt, wenn der Preis stimmt. Nachrichten! Bis später, Wiedersehen. Sollte es bei der Kämpferhilde versuchen. Sie suchen immer nach neuen Rekruten. Habt ihr euch je die Waren bei den Brüdern angesehen? Cicero, Sergius und Tertullian sind gute Geschäftsführer. Alter. Das kommt schon richtig belebt hier vor. Black Horse Courier. Merchants Inn. Ist das ein Geschäft, wo ich die Sachen wieder verkaufe? Zu Merchants Inn. Hochelfen besitzen. Seid gegrüßt. Hi, kann ich. Schönen Tag. Bist du, Graufuchs? Rumors? Wiedersehen. Okay, du bist niemand, dem ich was verkaufen kann. Ich habe ein paar Sachen zum Verkaufen. Ich brauche Geld. Guten Tag. Hallo. Ja. Was? Graufuchs, Hieronymus Lex, Rumors, Bett. Wiedersehen. Achso, das ist eine Taverne. Fighting Chance. Eine Fair Chance, okay. Automatisch speichern. Hallo, gute Dame. Willkommen im Eine faire Chance. Ich bin Rossan, die Inhaberin. Ich verkaufe die besten Schwerter der Stadt. Und ich bilde fortgeschrittene Waffenschmiede aus. Ah, ich kann hier Waffenschmied lernen. Warte. Was heißt das? Ich kann alles reparieren, was ihr kaputt macht. Nee, was ist das? Ihr müsst noch viel lernen. Waffenschmied. Wartung von Waffen und Rüstung mit höchster Effizienz. Abgenutzte Waffen und Rüstung sind weniger effizient. Ah, okay. Was ist das? Geht nur. Bei jedem Überzeugungsversuch müsst ihr bewundern, prahlen, witzeln und nötigen. Jede dieser Aktionen hebt oder dämpft die Stimmung des NPCs. Macht nicht zu lange, denn die Stimmung des NPCs sinkt beständig. Wenn ihr eine mögliche Aktion markiert, zeigt das Gesicht des NPCs die entsprechende Reaktion. Ihr wird jede Aktion entweder lieben, mögen, nicht mögen oder hassen. Seine Stimmung wird besser bei einer Aktion, die er liebt oder mag, und sinkt bei einer Aktion, die er nicht mag oder hasst. Der mögliche Gewinn oder Verlust für jede Aktion hängt von eurer Überredungskunst ab und davon, wie voll der Keil ist. Versucht, die volleren Keile zu wählen, wenn sie zu Aktionen gehören, die dem NPC gefallen. Wählt weniger volle Keile, wenn sie zu Aktionen gehören, die er nicht mag. Nee.
Was ist das? Was darf ich euch anbieten? Ah, okay, hier kann ich Sachen verkaufen. Ich würde gern den hier verkaufen. Verkaufen eiserner Bogen für 5 Gold. Ja, hier. Eiserne Dolch darfst du auch haben. Eisernen Kriegshammer. Das Kurzschwert darfst du haben. Den Goblinstab. So, rostigen Eisendolch. Das ist ein echtes Schnäppchen. Noch einen rostigen Eisendolch. Das klingt nach einem angemessenen Preis. Stahlkussschwert. So, unter Kleidung habe ich hier groben Lederbrustharnisch. Die Lederschilde. So. Die braune Tasse darfst du haben. Den Bärenpelz. Ich kann hier alles verkaufen. Die Goldnuggets machen wir auch. Ich verkaufe mal. Verschenken. Nein, dann verschenken wir die nicht. Die Goldnuggets aber. Saphir. 8 Schädel haben wir. Ja, komm, wir verkaufen die erstmal alle. Ja, darfst du haben. Silbernugget. Daran habt ihr viel. So, ach, Handelsgeschichtsfertigkeit verbessert. Ah, ne, die wollten wir nicht verschenken. So, 300 Gold kriegen wir insgesamt. So, was hat sie hier? Stahl-Langschwert sogar. Eisenhelm. Ah, das sind die Sachen, die ich jetzt hier... Ein Stahlhelm. Reparaturhammer. Ich würde sagen, fertig. Habt Dank. Auf Wiedersehen. Jo, kein Thema. Wiedersehen. So. Jeder braucht den Rattenkurier. Den Rattenkurier? Nehmt euch einen Rattenkurier. Die einzigen wahren Nachrichten. Sonderbericht über den Graufuchs. Hier unter Sonstiges. Bloodstained, no. Graufuchs-Mythos. Der Graufuchs. Mensch oder Mythos? Steckt eine sogenannte Diebesgilde hinter all den Diebstählen in der Kaiserstadt? Hauptmann Hieronymus Lux von der kaiserlichen Wache scheint dies zu glauben. Auf Fragen nach der Diebesgilde und ihrem sagenhaften Anführer, dem Graufuchs, sagte der Hauptmann äußerst nachdrücklich, dieser eine Mann ist verantwortlich für alle Verbrechen in der Stadt. Der tatkräftige und hartnäckige Hauptmann Lex hat sich daher der Aufgabe verschrieben, diese maskierte Bedrohung festzunehmen. Zu diesem Thema befragt, hatte Adamus Pelida, Legionskommandant und unmittelbarer Vorgesetzter von Hauptmann Lex, Folgendes zu sagen. Lächerlich. Der Graufuchs ist schlicht ein Märchen. So etwas wie eine Diebesgilde gibt es nicht und hat es nie gegeben. Da kenne ich andere Geschichten. Schon seit Jahrhunderten kursieren Geschichten über einen unaufhaltsamen Dieb namens Graufuchs in der Kaiserstadt. Die Legenden behaupten, dass er sich nach Belieben unsichtbar machen, auf Mausgröße schrumpfen, sich in Nebel verwandeln und unter verschlossenen Türen durchsickern, so wie alle möglichen anderen wirklich unglaublichen Taten vollbringen können. Selbst wenn nur die Hälfte dieser Geschichten wahr ist, wird Hauptmann Lex alle Hände voll zu tun haben, den Graufuchs zu fangen. So, aber ich würde sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Ich werde meine Kamera auch mal ein bisschen umpositionieren. Ich wusste jetzt nicht genau, wo ich hier den genau hinpacken sollte. Aber, ja, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!